Pietro Lombardi ist ein wahrer Vollblutpapa. Anfang des Jahres wurde er zum zweiten Mal Vater und teilte nun, knapp 10 Monate später, seinen größten Glücksmoment mit seinen Fans. Er schwebt noch immer im absoluten Babysegen. Im Januar dieses Jahres kam der kleine Leano zur Welt und machte Pietro Lombardi zum stolzen Zweifachpapa. Der DSDS-Star kann sein Glück scheinbar noch immer nicht fassen. Angesprochen auf seinen schönsten Moment in diesem Jahr, teilte der Sänger jetzt süße Aufnahmen seiner beiden Söhne kurz nach Nesthäkchen Leanos Geburt. Pietro Lombardi, seine beiden Jungs Leano Alessio sind sein größtes Glück. Auf Instagram rief Pietro Lombardi seine Fans nun zu einer Fragerunde auf. Das ließen diese sich nicht zweimal sagen und löcherten den einstigen DSDS-Sieger mit neugierigen Fragen. Ein Nutzer wollte wissen, was der schönste Moment für den 31-Jährigen dieses Jahr war. Daraufhin postete Pai ein süßes Video in seine Story. Darauf zu sehen, der kleine Leano, wie er noch im Krankenhaus nach der Geburt zum ersten Mal seinen Halbbruder Alessio trifft. Der Sohn von Pietro und Ex-Sarah Engels deckt den Kleinen liebevoll mit einer Decke zu. Ein Moment, der sich bei Papa Pietro eingebrannt hat. Er antwortet dem Nutzer, ganz klar die Geburt von Leano und das erste Treffen meiner beiden Jungs. Da geht einem ja förmlich das Herz auf. Heute beweist Alessio immer wieder, was für ein toller, großer Bruder er ist. Eine Eigenschaft, die seinen Vater noch stolzer macht. Pietro ist wahrhaft ein echter Vollblutpapa.